So, Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Total Immersion Racing. Gerade spielen die Bayern gegen Olympiakos Piräus in Piräus und wir fahren jetzt den Talheimring. Der wird awesome. Wahrscheinlich darf man das einfach nicht auswählen. Ach, warte, der Talheimring rutscht doch auch immer wie Sau. Oh fuck. Ich hoffe mal, dass die da auch rutschen wie blöd, ja. So, das hier ist die zweite Folge dieser Aufnahmesession. Die erste war natürlich die ersten beiden Strecken mit dem hier. Ich kann ja zwischendrin keine Pause machen. Also den Cup muss ich am Stück aufnehmen, weil sonst geht mein Fortschritt verloren. Fahr rasante und schnelle Runden. Oder schnelle und saubere Runden, ja, damit ich dein Weste schon verbessern kann und so ein Scheiß, ja. Das hat er gerade gesagt. Weil Rapita habe ich gehört. Rapita. Oder so ähnlich. Spanisch ist wirklich awesome für diesen Cup. Ah ja, natürlich werde ich bei den 50 Runden Cups die deutsche Sprache behalten. Auch wenn es vielleicht ganz lustig ist, dann nichts zu verstehen. Aber nee. Also nee. Komplett nee. Überhaupt nee. Das machen wir sicherlich nicht. Ja, zeitgleich spielt, ich glaube Dortmund oder so. Nee, Leverkusen spielt gerade. Diese scheiß Flaschen, ey. Mit Leverkusen kann ich überhaupt nichts anfangen. Alles, was die können, ist 7-1 aus der Champions League ausscheiden. Und von daher, aber Bayern ist mir da wichtiger. Deswegen habe ich ja auch Kicker-Benachrichtigungen für die Bayern an. Das heißt, rein theoretisch werde ich benachrichtigt, wenn hier... Hast du schon gesehen und alles, ne? Ah, ich muss sagen, er rutscht ja gar nicht. Das ist ja ganz gut. Holy crap, das war ein bisschen schnell. Die Einstellungen passen perfekt. Die nehme ich. Ab geht's. Lass mich ja mal was schaffen in so einer Folge. Ja, ist ja wichtig. Bin mal, nur mal gespannt, wenn dann Rockingham kommt. Das kommt ja, glaube ich, auch noch. Bestimmt kommt auch wieder Hockenheim. Weil Hockenheim kommt irgendwie immer. Sebring fehlt noch, ja. Der kommt bestimmt auch. Nee, warte, wenn Sebring jetzt nicht kommt, bitte sag mir nicht, dass der nächste Cup 50 Runden Sebring ist. Cliffjump hat es mir schon angekündigt. Ich habe keine Lust. Vor allem 50 Runden Sebring. Mit einem Auto, das einfach nur durch die Gegend schlittert. Hustus Pilbeam. Hustus. Oh Gott, ey. Das wäre wieder so eine Hardcore-Challenge, wo du vier Folgen lang nur diese Kack-Sebring fährst. Ey, ich würde ja gerne Zeitraffer einbauen, dass ihr wirklich hier einfach Sebring fertig, eine Folge. Aber das wäre scheiße, das meine ich. Weil kann ich nicht bringen. Also kann ich schon bringen, aber will ich nicht bringen. Also eigentlich will ich schon bringen, aber ja, ist doch doof. Wenn es doof ist, dann sollte man es nicht machen, weil doofe Sachen vergraulen die Zuschauer. Sagt der Onkel, weiß ich nicht, irgendein Onkel hat das bestimmt mal gesagt. Na Pilbeam, komm schon, leg dich in die Kurve, geh steil. Hui. Wow, das erste Mal gerutscht. Aber es hat nichts ausgemacht. Oh, er rutscht mehr. Scheinbar sind die Reifen jetzt abgefahren. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Wenn die Reifen nach so kurz schon abgefahren sind, dann brauchen wir... Oh, oh, scheiße. Dann brauchen wir einen Boxenstopp. Und jetzt starten wir als Sechster. Wieso fahre ich diese scheiß Quali überhaupt noch? Ach, richtig, weil es in Silverstone immerhin zum Ersten gereicht hat, ja. Also immerhin. Immerhin. Immerhin zum Ersten. Es hätte auch mehr sein können, aber immerhin. Scheiße, ey. Das ist eine Kackrunde. Praktikando heißt üben. Wenn du mit ein bisschen mehr übst, dann wirst du nicht Fünfter. Na super. Aber ihr ganzen Loser vor mir. Mann, ihr seid scheiße. Ihr stinkt doch. Euer Auto ist hässlich. Meine Güte. So. Ja, ja, seid stinksauer. Mir ist das egal. Oh, der hat sich komplett gedreht. Ja, sauber. Damit ist unser Top-Konkurrent, der Gips oder wie der heißt, bestimmt schon weg. Ich hoffe mal, dass der in der Runde wieder aufholt, weil sonst hat der mit Abstand die... Oh, fuck. Mit Abstand die beste Runde. Das wäre ziemlich kacke. Weil ihr müsst ja überlegen, wenn er in der nächsten Runde erst anfängt aufzuholen, dann... Problem. So wie immer, wenn Gips ganz knapp aufholt, ja, so nach dem Motto, hey, jetzt habe ich noch eine Runde von mir, da gebe ich vielleicht mal mein Bestes. Im Gegensatz zu immer, wo ich eigentlich alles könnte, aber pff,
mir viel zu doof. Ja, da fahre ich immer langsam. Und dann die letzte Runde, da hole ich mir nochmal die Pole Position, den Extra-Punkt, weil ich so awesome bin. So denkt der Gips. Das ist die komplette KI vom Gips. Der hat kein Leben, der hat keine Kinder, keine Freunde, keine Hobbys, der hat gar nichts. Außer dem Wissen, dass er eigentlich gut wäre und hier Leben, Hobbys, Kinder, Freunde haben hätte können. Aber will er nicht. Will er nicht. Nee. Er fährt stattdessen lieber scheiß Rennen und ist plötzlich irgendwie am Aufholen, weil sein Können sich immer erst in der letzten Runde zündet. Das ist ganz schön scheiße mit diesem Können, ja? Können ist eine Bitch. Ja, steckst du nicht drin. Also in dem Gips, ne? Hinten. Tief. Hast du recht, dieser Gips ist ganz schön der Blöd, ja? Ich mag den auch. Warum? 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 Wir waren so schön weit weg. Warum? Nein, ich sehe ihn doch schon wieder. Ach komm. Wie gemein bist du eigentlich? Du bist voll der Assi-Arsch, Mann. Ich hasse dich, Wand. Das ist doch... Geh weg von den Wänden. Geh weg von den Wänden. Geh weg von den Wänden. Wieso hat mich die jetzt nicht mehr auf die Strecke gebracht? Ja, komm mal her. Überhol mich. Ach, du bist der Gips. Oh, wer macht denn dann die Mega-Aufholrunde in der letzten Runde? Ah, wer macht das dann? Gips, komisch. Irgendwie bist du sau langsam. Willst du nicht vielleicht ein bisschen aufholen? Und mich dann um 5 Millisekunden, so, nee, 500stel waren es ja sogar nur, zu schlagen? 500stel ist vielleicht voll scheiße, das weißt du schon, ja? Weil du bist voll schlecht, ey. Gips, du hast nichts drauf. Ich hab alles drauf, Gips. Ich mach dich fertig, ey. Ja, siehst du das? Ich fahre Pilbeam. Ich hab Geld. Du hast kein Geld. Ja. Alter. Was ist denn heute mit mir los? Erst mach ich so eine riesen Rage-Folge in Far Cry und dann das. Ich meine nicht, dass es mich stören würde. Ja, Far Cry rage ich eh nur rum. Und dieser Teil des Levels war eh scheiße. Ah ja, da habe ich noch was. Aber das sage ich... Das sage ich in Far Cry. Nicht berühren. Ich habe es nicht berührt. Sehr gut. Ja, und unsere Liste der gefährlichen Leitplanken ist wieder ein bisschen länger geworden. Sehr schön. Dieses Mal auch im Talheimring. Der ja offiziell, oder den es wohl scheinbar tatsächlich offiziell gar nicht gibt. Was eigentlich total schade ist, weil der ist echt geil. Also an die Herren aus Österreich, wenn ihr mal die Chance habt, den Talheimring nachzubauen, weil das Gebirge zufällig genau gleich aussieht, dann mach es. Dieser Ring ist awesome. Ich bin mir sicher, alle Rennfahrer der Welt würden den fahren wollen. Daher müsst ihr das umsetzen. Ihr müsst. Ist das klar? Wenn ihr es nicht macht, dann komm ich. Ey. Und schlag euch. Dann bin ich glücklich. Und ihr seid nicht glücklich. Ja, ist das klar? Far Cry kommt dann der Jack, ja? Und die Val. Also mit der Val könnt ihr machen, was ihr wollt, weil die eh zu blöd ist zum Scheißen. Aber den Jack, mit dem könnt ihr nicht machen, was ihr wollt. Ja, ach komm, Talheimring, ja, zeig's mir doch, ey. Wieso Stress, ey? Ich schub's dich weg. Ich fahr Pilbeam. Ja? Mein Pilbeam macht dich fertig. Was fährst du? Smart? Opel? Hä? Fährst du Opel? Na klar fährst du Opel. Ja, da guckst du, was? Ich fahr Pilbeam. Ja, Strecke. Ja, guckst du blöd? Ich guck nicht blöd, ich fahr Pilbeam. Alter. Und gleich schlägt er uns. Achtung. Wow. Nicht schlecht. Gut, dann fahren wir weiter. Ah, ich wusste, dass der irgendwann kommt, ja. Eine Trainingsrunde. Ja, nein. Mist. Schauen wir mal, wie rutschig der ist. Noch geht er. Oh, wir kommen hier nicht um die Kurve. Scheiße. Oh Gott, das ist die Kurzvariante. Leckt mich am Arsch. Leckt mich fett. Leckt mich drei- und vierfach. Mit einem Pilbeam, ihr Assis. Gott. Wie asozial kann man sein? Ihr kleinen Pisser, ey. Ihr Ferkel. Oh Gott, der passt doch gar nicht auf diese Strecke drauf. So fett ist der. Ey, ich fahr Pilbeam. Voll fette Auto, ey. Aber nein. Nein. Guck mal, wie dünn die Straße ist und wie fett der Pilbeam ist. Ja, die Straße ist halb so dick wie der Pilbeam. Scheiße. Gott, oh Gott, ey. Holy crap. Ja,
Ich habe übrigens News zu zum Plan, Multiplayer zu fahren mit einem Kumpel. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Aber ich habe mir mittlerweile überlegt, was ich denn vielleicht mache. Das hat für einen Rundenrekord gereicht. Dann werden wir den auf der Strecke vermutlich nochmal schlagen. Sind wir überhaupt Hockenheim Short schon mal gefahren mit den fetten Dingern? Weil ich meine, Hockenheim Short ist so klein, das kannst du nicht mit den fetten Teilen fahren. Wir fahren vermutlich jedes Rennen einmal mit Pro-Wagen vielleicht. Oder ja, ich frage ihn einfach, was er nehmen will. Vielleicht ist er ja auch einer dieser coolen, die sagen, ja, ich nehme Anfänger, was ist denn das leichte Auto? Da sage ich Noble, voll crazy bitch. Und dann sagt er, yo, ich will einmal den Noble voll crazy bitch fahren, bitte. Und dann sage ich, yo, einmal Whopper, kommt sofort. Und dann kriegt er einen Burger King Whopper. Ja, und dann ist er glücklich. Ja, ich muss mal überhaupt gucken, ob ich ihn überreden kann. Scheiße, das war dumm. Bisschen Übung macht den Meister. Und trotzdem hole ich mir fast noch die beste Runde. Holy crap. Ach ne, warte, der verstellt ja eh nichts, ne? Dann geht's hier ja eh nur im Rundenrekord, das ist mir doch wurscht. Ab geht's! Vielleicht schaffen wir hier irgendwas. War ein Witz. Seht ihr? Sag ich doch, war ein Witz. Also merke, der lenkt ziemlich scheiße. Also jetzt rutscht der zum Glück nicht mehr, aber er lenkt scheiße. Oh, jetzt rutscht er auch wieder. Das geht nur, wenn es wichtig ist. Training kann der nicht rutschen. Scheiße, ey. Das ist doch kacke. Da musst du ja mehr Zeit damit verbringen, auf der Straße zu bleiben, als Rennen zu fahren. Das ist ja scheiße. Oh, gestreift leider. Ja, passiert. Das Teil ist aber auch fett wie geht wie sonst nichts. Ich glaube, die haben das falsch skaliert oder so. Also beim Entwickeln des Spiels. Weil der wirkt mir ein bisschen eik fett. War der Audi auch so fett? Nee, oder? Der Audi war bestimmt viel dünner. Der war halb so breit. Mit dem war es dann auch möglich, auf der Strecke zu bleiben. 3, 4, 5. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal schneller. Ach komm. Oh Gott. Oh Gott, 5 Runden, das wird scheiße. Das wird ultra scheiße. Ich hasse das. Emotionen an, auch wenn die eh nichts fühlen. Bomosch, ja, Bomosch. Glaube ich. Weiß ich nicht, ist vielleicht aus dem Polnischen geliehen. Danke, halt mich drin. Ja, jede Kurve ein Typ. Danke. Sag ich ja, jede Kurve ein Typ. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, da fährt uns der erste schon davon. Jetzt ist es praktisch unmöglich aufzuholen. Weil die KI diese Strecke einfach 20 mal besser kann. Oder? Ja, es geht. Scheiße, scheiße, scheiße. Keine Ahnung wie. Ich bin Erster. Oh mein Gott, geht das scheiße los. Die erste Rundenbestzeit gehört damit wohl uns. Außer der Sechste ist auf dem Zweiten und uns näher als beim Start. Was absolut unmöglich ist. Denn das schafft er nicht. Aber allgemein ist das schon peinlich, ja. Okay, sie fahren gar nicht mehr so schnell. Ich frage mich nur echt manchmal, ob diese Rundenbestzeiten wirklich aus dem Rennen angelehnt sind. Ich meine, die Endergebnisse sind ja auch nicht aus dem Rennen, sondern halt einfach so gewürfelt. So von wegen, ah, der Panos ist sein Hauptgegner, der ist jetzt mal Zweiter. Egal, dass er Letzter war. Weil Panos ist ja immer Letzter. Wobei im Pro geht's eigentlich. Da ist er nur alle zweimal Letzter, ja? Und wechselt sich mit dem BMW ab. Komisch. Ganz bremsen. Das war schlecht genommen, aber egal. Egal. Hauptsache als Erster ins Ziel, weil mehr packen wir hier nicht. Wir sind auch die Rundenbeste garantiert in der Runde schon los. Dann können wir 3 Runden darum fahren, der Schnellste zu sein. Nein! Das wird scheiße. Okay. Komm, wechsel dich. Jeder weiß, dass das noch getoppt wird. Die beste Zeit war 52. Zählt mir jetzt nicht, dass die alle einen schlechten Tag haben und wir voll übel abgehen wie Sau. Und Luzi und Nanny und wie die alle heißen.
Ah, mach doch. Mach doch, ist mir doch egal. Alter Hockenheim Short, ihr könnt mich alle mal. Mir sowas von egal. Meine Zeit toppe ich nicht mehr. Vielleicht würde ich es mit dem Audi nochmal toppen, aber sind wir mit dem Audi überhaupt schon mal die Kurze gefahren? Sind wir überhaupt im Pro schon mal die Kurze gefahren? Ich glaube, das ist ja ihre Pro-Karriere. Premiere, Entschuldigung. Oh, ganz knapp. Dafür schlägt sie. Wer schlägt sie? Nein, nicht Gips. Komisch. Gips ist ja auch gar nicht Erster. Oh, Zweiter. Das ist ja süß. Aber immerhin, das ist nicht so wie mit dem BMW, wo wir eiskalt so scheiße sind und so. Nee, warte. Was war denn das? Ach nee, erste Karrieresaison ist das immer. Wo man die fährt. Und, wo dann hier, weißt du schon, so, wo man im letzten Rennen praktisch nicht gewinnen kann, außer man fährt die Karriere mit dem Audi. Mit dem Noble ist das praktisch unmöglich. Leider. Das ärgert mich auch, ja, aber leider. Letzte Runde gleich. Nein, jetzt hör doch auf! Da war doch überhaupt nichts, was dich wegrutschen lassen hätte können. Gott, mach's nicht spannend, du Spast, ey. Oh, jetzt letzte Runde. Wer holt auf? Komm schon. Ich baue Scheiße, holt auf. Seht eure Chance. Und fahrt die beste Runde eures ganzen verdammten Lebens. Junge, wenn ihr jetzt noch einmal rutscht, dann fliegt ihr ja komm. Ja, natürlich. Die holen jetzt auf und überholen mich noch. Das wäre so lächerlich. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wie geht das? Physikalisch nicht möglich. Vor allem, was ist denn jetzt? Reifen abgefahren oder was? Warum fuckst du dich jetzt so ab? Oh, oh, guck, ich kann nicht auf der Straße bleiben. Viel zu kompliziert, dafür muss ich geradeaus fahren. Oh nein, Kurve, scheiße. Los, der Rucksack. Zum Springen aus Hubschrauber. Oh mein Gott. Oh, wir haben es geschafft. Außer ich rutsche jetzt nochmal. Achtung, ich rutsche, scheiße. Oh. Wir haben es geschafft. Keine Ahnung wie, wir haben es geschafft. Ich schaue währenddessen mal, ob es Kicker schon irgendwas Neues gibt. Einmal aktualisieren, weiter. Weiter. Eh, noch 0-0, aber erste gelbe Karte. Ja, wunderbar. Rockingham, das sieht nach der langen aus. Oh Gott. Nein, die Kurve. Hä? What the fuck? Warum fahren wir hier fast nur kurze Strecken? Und das war jetzt, also die Hälfte ist das jetzt mindestens, wo wir kurze Strecken fahren. Ja, ganz ehrlich, da gewinne ich auch so. Ist mir egal. Ja, ab geht's. Hoffe ich mal, dass ich da so gewinne. Vielleicht ist es ja wieder nur eine Runde oder so. Und ich pralle irgendwo gegen die Wand und explodiere dann. Reparieren dauert übrigens genau eine Sekunde länger, wie der erste braucht, um mich zu überholen. So, dass ich ihn nicht mehr einholen kann. Fahr eine schnelle Runde, dann bist du der Erste. Oder wenn du eine schnelle Runde fährst, dann bist du auf ersten Platz oder so. Oder wenn du auf dem ersten Platz sein willst, dann gib mal Gas. Oder hey, du dummer Spaß, werd Erster. Könnte auch sein, ja. Ist top motivierend. Graham Johnson? Ah, ja, so hieß der. Ja, genau. Nein, ich habe seinen Namen überhaupt nicht vergessen. Graham Johnson. Ah, ja, jetzt wissen wir, warum die Strecke gewählt wird. Mitte? Ah, Erster. Okay, damit kann ich leben. Ja, das werden 5 schönere Runden, würde ich mal sagen. Oh nein, das ist nächste Folge nur eine. Oh, das ist kacke. Muss ich die Folge ernsthaft noch bei... Oh nein. Scheiße, ey. Habt ihr ein Glück, das wird heute eine extra lange Folge. Die geht locker 30 Minuten wieder, so wie immer. Und es werden auch nur 2 Folgen mit... Oh nein. Ja, dann habe ich gar nicht so viel Puffer, wie ich haben will. Hier darf man nicht zu Eich rauskommen, wenn man nicht Eich genug rauskommt, dann prallt man hier an die Wand. Oh Gott, war die Scheiße. Hier wäre, glaube ich, ein Lenkrad echt verdammt geil. Oh,
Wow, 4 Sekunden schneller. Das geht. Das wären 28. Das wäre für eine solche Runde ganz gut. 27. Oh, geil. Das war nicht so gut. Aber egal, das sollte schon reichen. Ja. Ja, ein bisschen im Kreis fahren. Ich finde das eigentlich ziemlich lustig gerade. Oh, scheiße. Das war schlecht. Na, egal. Komm, wer schlägt meine Zeit? Ihr habt euch von der Zeit her kaum entfernt, also müsstet ihr eigentlich meine Zeit jetzt so langsam schlagen. Aber ich fahre auch nur knapp, also scheinbar ist das jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht. Oder mehr geht halt einfach nicht mit dem nicht, keine Ahnung. Ah, oh, das war schlecht. Das war schlecht, das war schlecht. Schade. Das war jetzt schon scheiße. Wenn sie jetzt wieder hochkommen, haben die mich überholt. Shit. Na, wie viel haben wir denn? Kriegt man die 300? Ja, 300. Oh, die kommen immer näher. Hm? Aber egal, wir sind definitiv schon mal Sieger dieses Cups und das ist gut. Das ist denn die letzte Strecke? Ey, 54, das knackt keiner mehr. Ach, das war's schon. Waren das nur 5 Strecken, echt? Ja, yeah, Pilbeam, du gehörst uns. Wieso? Nein, ich will das nicht fahren. Nein, lass mich das da fahren. Bitte, ich will das nicht fahren und schon gar nicht mit. Hä? Hä? Okay, damit kann ich leben. Wir fahren ihn auf jeden Fall schon mal nicht mit dem Pilbeam. Was? Hä? Ach komm schon, aber ich will den nicht fahren. Niemand will den fahren, ey. Oh Mann, oh. Oh Mann, oh. Mit wem fahren? Mit was fahren wir denn diese scheiß Runden, ey? Ach Gott, ey. Nochmal mit dem Audi, aber scheinbar darf man diese Cups tatsächlich nicht, sondern nur die Freischalt. Oh, das ist ja scheiße, ey. Also, immerhin nicht dieses rutschige Kackding auf der rutschigen Kackstrecke, aber ich will das nicht fahren. Warum zwingen mich alle, das zu fahren? Oh nein, oh Mann. Ja, wenigstens sieht schön aus. Oh Gott, scheiße, ey. Ja, okay, vielleicht schalte ich die Sprache auf Französisch, damit ich es mich noch mehr ankotze. So nach dem Motto, oh Gott, die Sick Challenge, die scheiße Challenge. Die fickt deinen Gegner in die Arsch-Challenge. Ich will das nicht, nein. Ja, es wird wohl Zeit fürs Bett. Bayern gegen Olympiakos gucke ich jetzt nicht mehr, auch wenn es eigentlich... Wo sind sie denn gerade? Also Minutenzeit wird gar nicht angezeigt. Doch, 24. Okay, ja, nee, aber will ich nicht. Will ich nicht, weil ich muss ins Bett, ich muss morgen um 6 Uhr raus, damit ich um circa 3 Uhr auf dem Heimweg bin, damit ich noch ein bisschen Far Cry aufnehmen kann. Ich brauche noch eine Folge, 2, 3. Genauso wie ich Total Immersion Racing morgen einer. Morgen ist Donnerstag, Samstag kommt dann einer und die nächste wäre am Montag. Da brauche ich nichts mehr, aber Diablo brauche ich auch noch eine oder zwei. Ja, nehme ich alles morgen auf. Ich will das nicht fahren. Wenn ich die Sprache auch wieder umgestellt habe, da sieht mir was Hübscheres aus, ja. Aber wir haben den ja jetzt schon, ne? Nicht, dass wir den nicht haben. Amateur. Ja, wir haben ihn. Den Pilbi. Wow. Hä? Wieso sind die immer noch frei? Hä? Das ist eigentlich ein bisschen unerwartet, weil normalerweise dürften die nicht frei sein. Das ist, beziehungsweise, das heißt, normalerweise dürften die nicht frei sein. Ihr seht's ja, ich kann Perfektionist nicht auswählen. Entsprechend hat er nicht gecheckt, dass ich die Karriere behalten soll und so. Weil wenn wir jetzt hier gewinnen, dann kriegen wir normalerweise perfekt, weil 50 Runden geht nur in perfekt. 50 Runden fahren wir übrigens nicht mit meinem Kumpel. Wir fahren immer nur so 5 Runden oder so.
Ihn wird's abfacken, aber wir fahren jede Strecke einmal und mal gucken, vielleicht mischen wir auch die Klassen, die Gewichtsklassen ein bisschen durch, dass ich sage, okay, Freundchen, erste Strecke, oder dass ich sage, okay, warte mal, wie macht man das? Zwei Spieler, Legende, natürlich nicht, aber tun wir einfach so, dass wir sagen, okay, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Silverstone war die erste, ne? Warte, Silverstone war die erste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Strecken, 3 Gewichtsklassen, Folgepfeil. Mein lieber Kumpel, wir fahren 4 Strecken mit jedem Ding. Da haben wir auch so einen kleinen Cup, ja. Das ist dann absolut perfekt, ja. Da dürft ihr euch drauf freuen. Ich gebe ihm auch wirklich ehrliche Tipps, wo er hinfahren soll. Das ist doch nie im Leben, doch, das ist ein Pokal. Okay. Ach, das ist die Karriere, stimmt. Das ist Zeitfahren. Können wir mit irgendeinem Car machen. Records, the Vuelta. Stroi, stroi, stroi. Stroi, stroi, stroi. Stroi, stroi, stroi. Stroi, stroi, stroi. Cleveland im Sebring. Ja, Sebring bin ich bisher noch nicht gefahren mit dem. Rockingham scheinbar auch noch nicht. Genauso wenig wie die Minato. Also ein paar Strecken haben wir noch. Was? GTS kein Rekord im Hockenheimring? What? Springfield kein Rekord im Pro? Ach, das ist der kurze. Ja, den bin ich vielleicht auch noch nie im Pro gefahren. Kann sein, ja. Aber sonst überall, okay. Ja, es sind ein paar Strecken. Also ein bisschen Zeitfahren kriegt ihr zu sehen. Ich zeige halt einfach alles mal, dass das Spiel wirklich zu 100% gezeigt ist. Dann habe ich auch dieses Spiel für immer und ewig ad actas, weil es ist schon ein geiles Spiel, aber ich wollte das irgendwann mal durchkriegen. Und ich habe das so lange nicht geschafft, ja. Ja, also wir sehen uns dann wieder übermorgen, würde ich sagen. Hoffe ich mal. Doch, kriege ich hin. Na, falls euch die Folge hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Kommentar freuen. Ebenso wie andere Folgen, die mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Total Immersion Racing. Bis dahin, Servus. Sebring, leck mich.